Hi und herzlich willkommen auf meinem Kanal Tipps, Tricks and More. Draußen wird es immer kälter, wir kommen jetzt sogar schon in die Minusgrade rein und das heißt natürlich, dass es längst Zeit wird, von den Sommerreifen zu den Winterreifen zu wechseln. Genau um das Thema soll es heute auch gehen, das heißt, ich werde euch mitnehmen bei einem Reifenwechsel, den ich auch selber vornehmen werde, von den Sommer zu den Winterreifen am Model 3. Wir werden schauen, was man dabei beachten muss und uns aber auch am Ende vom Video mit dem großen Thema beschäftigen, warum gerade die von euch, die jetzt ein neues Model 3, das heißt das 2021er Refresh Model 3 mit Chrome Delete und Wärmepumpe bestellt haben, was die von euch beachten müssen, denn dort gibt es etwas, was ich nicht ohne Grund als Teslas Reifenfalle bezeichne. Ich würde sagen, wir fangen an. Erstmal zu der Frage, was brauchen wir für einen Reifenwechsel an einem Model 3? Dazu gehört natürlich wie bei jedem anderen Auto auch ein Wagenheber und nehmt euch hier bitte kein Beispiel an mir. Das ist hier echt ein sehr mickriger Wagenheber, der auch schon die besten Jahre hinter sich hat, sag ich mal. Holt euch da also lieber etwas Ordentlicheres. Daneben brauchen wir noch was ganz Wichtiges und zwar ist das hier wie so eine Art Puck mit so einem kleinen Stift drauf. Und das Ding ist tatsächlich ganz wichtig, um den Wagen überhaupt anheben zu können, denn der Tesla hat ganz bestimmte Punkte, an denen wir diesen Puck quasi ansetzen müssen und können ihn erst dann mit dem Wagenheber hochheben, damit wir hier unterm Fahrzeug nichts beschädigen. Um den Reifen aber dann überhaupt abzubekommen, brauchen wir natürlich etwas, um die Radmuttern zu lösen. Und dazu könnt ihr entweder hier sowas benutzen oder aber auch eine ganz normale Knarre mit einer 21er Nuss. Um die Radmuttern dann am Ende wieder festzuziehen, lohnt es sich auf jeden Fall zu einem Drehmomentschlüssel zu greifen. Das heißt, dass wir genau einstellen können, mit wie vielen Newtonmeter wir jetzt hier quasi die Radmuttern wieder angezogen haben wollen. Wir wollen ja nicht, dass uns die Reifen irgendwann wieder abfliegen. Als allererstes müssen wir jetzt natürlich erstmal unseren Wagen hier aufbocken. Das heißt, dafür holen wir uns jetzt hier den Wagenheber und diesen kleinen Puck und schauen jetzt mal. Man sieht das eigentlich ganz gut, wo der hier unterkommt. Ich muss mal eben selber gucken. Ach, guck mal hier. Hier ist nämlich so ein Loch und da kann man den einfach mit ein bisschen Druck reinhauen, sag ich mal. Man sieht das sehr gut, da unten ist quasi nur ein Loch, wo dieser Puck reinkommt. Da drückt ihr den schön gut am Anfang rein, nehmt dann den Wagenheber, schiebt den da unter und könnt dann beginnen, das Auto aufzubocken. Ganz wichtig dabei auch, der Wagenheber darf tatsächlich nicht sehr hoch sein, denn schon der hier, der ja sehr, sehr schmal ist, ist ganz, ganz knapp an der Grenze. Ich muss mal schauen, ob ich ihn noch einen Tick weiter runter bekomme. Das wird knapp. Ich muss den Wagen jetzt tatsächlich ein Stück vorfahren lassen hier, weil ich sonst gar nicht hinbekomme, hier mit dem Wagenheber den hochzukriegen. Aber ist ja kein Problem hier mit der Tesla-App, ne? Das war bestimmt jetzt schon zu weit. Ja, machen wir nochmal einen kleinen Rückwärts. Perfekt. So, next try. Ah, es ist ein Millimeter. Okay, ich werde mir jetzt diesen Puck hier nehmen und tatsächlich hier ein bisschen was oben von dieser Verlängerung abschneiden, weil ich den sonst gar nicht ganz reinbekomme. Da ist immer ein bisschen Luft dazwischen und es geht tatsächlich hier gerade um Millimeter gefühlt. Deswegen, ich werde hier mal ein Stück abschneiden, damit ich da mit dem Wagenheber noch unterkomme. Wie ihr seht, habe ich jetzt hier mal ein ganzes Stück abgenommen, um den ein bisschen kleiner zu machen und schau mal, ob das jetzt so funktioniert. So, mal gucken. Aha, ja, tatsächlich. Das war's. Also jetzt geht er ganz rein. Ha! Millimeter. Holy shit. Nach dezenten Anlaufschwierigkeiten hat das jetzt also auch geklappt. Also ihr müsst wirklich drauf achten. Ich würde sagen, das sind keine 10 cm, die ihr da noch zum Boden habt. So, wenn ihr den Wagenheber jetzt untergestellt habt, natürlich schön gut positioniert, könnt ihr anfangen und ganz langsam euer Auto nach oben heben. Natürlich auch immer schauen, dass der Wagenheber richtig schön stabil steht, dass hier auch nichts wegrutschen kann. Schön die 1, oh, oh. Scheiße. Vielleicht den Schlüssel doch aktivieren. Okay, wir lernen heute vieles. Also Reifen kann man wohl beim Tesla nicht klauen. Krass, sogar schon, wenn man ihn hier hochpumpt, fängt er die Alarmanlage an. Wenn ihr den Wagen ein Stückchen angehoben habt, können wir aber auch jetzt schon die Radkappen hier einmal abnehmen. Dazu einfach hier schön immer über Kreuz greifen. Und dann die ganz gemütlich abziehen, denn solange der Reifen jetzt noch auf dem Boden ist, müssen wir die 5 Radmuttern hier schon ansatzweise lösen. Dazu nehme ich mir jetzt das Gerät hier und zwar mit der 21er Nuss, hier haben wir sie und da können wir die schon mal hier ganz leicht lösen. Wenn ihr das erledigt habt, können wir den Wagen jetzt tatsächlich so weit hochheben, dass das Rad gleich frei hängt. Das sieht doch sehr gut aus. Um jetzt den Rest der Radmuttern zu lösen, könnten wir natürlich mit dem Teil hier weitermachen. Aber wir wären ja nicht bei Tipps, Tricks and More, wenn wir nicht auch auf die Formel 1 upgraden könnten.
und dann können wir das Rad hier ganz einfach abziehen. Wichtig, bevor ihr das jetzt für den ganzen Winter verstaut, schreibt euch irgendwo am besten mit weißer Kreide drauf, welches Rad das jetzt war. In meinem Fall war das jetzt hinten links, also mache ich hier mal ein HL drauf. Und jetzt kriegt man hier auch direkt einen richtig schönen Eindruck mal über den Zustand hier von den auch Bremsbelägen, sag ich mal. Das sieht bei mir hier alles sehr gut aus. Hier in der Mitte ist so ein bisschen Rost, auch hier, guck mal, das lässt sich schon wegwischen. Aber ich werde jetzt hier einfach mal mit einer kleinen Drahtbürste rangehen und hier mal ein bisschen das versuchen wegzumachen. Und ihr seht tatsächlich, eine Minute Arbeit hat jetzt hier den ganzen Rost weggemacht und das sollte man auf jeden Fall auch machen, um das Auto hier ein bisschen zu pflegen. Ich würde sagen, ich hole mal den neuen Winterreifen. Und hier haben wir ihn auch schon, den Reifen für hinten links. Ihr seht hier direkt, ich habe tatsächlich genau die gleichen Felgen, das heißt die Original-Tesla-Reifen, die Aero-Felgen hier auch als Winterreifen. Ich habe mich vor allem für die Original-Tesla entschieden, da ich die generell vom Aussehen auch schick finde, aber gerade auch da die Aero-Felgen drauf passen, die natürlich im Winter auch eine ganze Menge Reichweite ausmachen. Wenn ihr die Reifen jetzt anbringt und die nicht markiert sein sollten, achtet auf jeden Fall auf die Laufrichtung, die ist eigentlich außen immer markiert, oder ihr seht das auch, wenn ihr euch das Reifenprofil hier quasi anguckt. Theoretisch könnte man jetzt hier auch noch Keramikpaste auftragen, habe ich leider jetzt nicht hier, werde ich vielleicht noch nachträglich machen, nur dass ihr darüber Bescheid wisst. So, sehr schön. So, wenn ihr den dann aufgesetzt habt, nehmt euch direkt hier ein paar Radmuttern und schraubt die über Kreuz rein. Das heißt, hier eine über Kreuz parallel dann reinschrauben. Und die könnt ihr dann auch direkt ein bisschen fixieren. Dann die anderen hier mit dazu. Noch mal ein bisschen dran wackeln, dass er überall gut sitzt. Und dann können wir hier alle festmachen. So. So, und dann können wir den Wagen hier langsam wieder runterlassen, dass er mit dem Reifen ganz leicht die Erde berührt. So, jetzt mache ich ihn nochmal fest. Der ist jetzt noch nicht ganz unten, berührt hier aber schon den Boden. Und jetzt nehme ich mir nämlich hier nochmal den Drehmomentschlüssel und stelle den auf 175 Newtonmeter. Nehme da auch jetzt die 21er Nuss und ziehe jetzt hier alle Schrauben nochmal mit 175 Newtonmeter fest. Genauso wie es quasi in der Tesla Betriebsanleitung steht. Sehr gut. Und das war's auch schon. Jetzt können wir den Wagen hier wieder komplett runterlassen auf die Erde. Und dann als letztes können wir natürlich die Felgen entweder offen lassen und uns hier nochmal schöne Kappen für die Radschrauben und hier auch für die Mitte holen. Oder aber natürlich der Reichweite zugute, nehmen wir hier wieder die Aero-Felgen und fügen die hier an. Wupp, voila! Der Reifenwechsel ist erledigt. Diese Prozedur ist jetzt logischerweise an allen drei anderen Reifen die gleiche. Das heißt, ihr könnt da genauso vorgehen. Eine ganz wichtige Sache, die ihr, wenn ihr alle Reifen umgezogen haben, noch machen müsst, ist, diese einmal alle auf den gleichen Druck zu bringen. Und zwar auf den Idealdruck, den Tesla angibt. Das sind 42 PSI, das heißt 2,9 Bar. Und wenn ihr das dann an allen Rädern gemacht habt, müsst ihr einmal in euer Fahrzeug reingehen, dort ins Fahrzeugmenü, unter Service und dort einmal sagen TPMs zurücksetzen. Das sind ganz einfach die Drucksensoren in unseren Reifen hier, dass die einmal neu ans Auto angelernt werden, wegen den neuen Reifen jetzt quasi hier. Ihr müsst dann auch einmal kurz losfahren, das heißt, das dauert vielleicht so 5 Minuten, bis die dann eingelesen sind und seht dann auch im Fahrzeug, dass euch da die neuen richtigen Reifendrücke angezeigt werden. Wo wir gerade bei dem Reifendruck sind, kommen wir jetzt auch zum zweiten Teil des Videos und zwar, warum die von euch, die sich ein neues Tesla Model 3, das heißt das 2021er Modell mit zum Beispiel Wärmepumpe oder Chrome Delete gekauft haben, worauf diese achten müssen. Und zwar ist es so, dass Tesla quasi versteckt ein neues System für die Reifendrucksensoren der Räder eingeführt hat. Das Reifendrucksystem ist einfach ein System, was in der Felge in eurem Reifeninneren quasi sitzt und dort den Reifendruck die ganze Zeit misst, an euer Auto zurückmeldet, sodass ihr dort sehen könnt, wenn zum Beispiel ein Reifen ganz schnell Druck verliert, das ist ja dann auch ein Sicherheitsrisiko, was dort bestehen kann, sodass ihr das einfach mitbekommt, wenn der Reifen kaputt ist oder dass ihr einfach wisst, oh, jetzt muss ich mal wieder Druck auffüllen. Dieses System war jetzt über viele, viele Jahre das gleiche bei Tesla, was auch Drittanbieterhersteller so angeboten haben. Jetzt ist es aber tatsächlich so, und das ist tatsächlich schon mit dem Model Y gekommen und wurde jetzt auf das Model 3 übertragen, dass Tesla hier auf neue RDKs, das heißt neue Reifendrucksensoren, mit Bluetooth-Protokoll setzt. Alle Reifensensoren, die vorher in einem Tesla Model 3 hier drin waren, in den Reifen und auch bei anderen Reifenherstellern so verbaut sind, sind ganz normale Funksensoren, die auf 433 MHz mit dem Auto kommunizieren. Tesla hat dieses jetzt geändert und die Sensoren auf Bluetooth-fähige Sensoren gewechselt. Und das bedeutet jetzt, um mal auf den Punkt zu kommen, dass keiner von euch, der ein neues Model 3 gekauft hat, irgendwelche anderen Reifen als die Standardreifen verwenden kann, die Tesla in ihren Stores verkauft.
gibt. Das heißt, dass es im Moment auf dem Markt kein einziges Drittanbieterrad gibt mit diesen bestimmten RDKs, die dann zu eurem Tesla Model 3 passen. Das ist meiner Meinung nach sehr, sehr schade, denn es gibt bestimmt ein paar von euch da draußen, die zum Beispiel von ihrem alten Model 3, wenn sie jetzt nur upgraden, die Winterreifen beiseite gelegt haben, mit dem Wunsch, diese natürlich auf dem neuen Model 3 verwenden zu können, was jetzt so leider nicht funktioniert. Genauso ist man jetzt als neuer Tesla Model 3 Fahrer nur auf die Tesla Model 3 Felgen beschränkt. Das heißt, es gibt wirklich im Moment keine Drittanbieter Felgen und es gibt echt coole Felgen, die cool aussehen, die ihr auf euer Model 3 aufziehen könnt. Natürlich würden die Reifen funktionieren und euch auch vorwärts tragen, aber das Auto würde immer im Inneren eine Fehlermeldung ausgeben, dass etwas mit euren Reifendrucksensoren nicht stimmt und das wird natürlich auch schnell sehr, sehr lästig und ist so tatsächlich auch in Deutschland nicht zugelassen. Das Ganze ist aber, so schlimm es jetzt auch klingt, eigentlich nur halb so wild. Und zwar ist es so, dass ihr unter der folgenden Nummer, die ich euch auch nochmal in die Videobeschreibung packe, aber jetzt auch hier einblende, diese RDKs, diese Reifendrucksensoren, die neuen, bei Tesla bestellen könnt. Die kosten ungefähr 80 Euro, 75 bis 80 Euro pro Stück. Das ist ein normaler Preis, die sind immer recht teuer, aber bei allen Herstellern. Und dort könnt ihr direkt von Tesla diese neuen Reifendrucksensoren beziehen. Das heißt, ihr könnt bei Tesla über eure App einen Servicetermin vereinbaren, dort sagen, dass ihr bestimmte Artikel gerne kaufen würdet. Ihr gebt dann auch direkt die Artikelnummer in der Terminvergabe da an. Das heißt, Tesla weiß, okay, wir bestellen für den Kunden folgende Artikelnummer und könnt diese Reifendrucksensoren dann im Tesla Store abholen. Dann wiederum könnt ihr mit diesen neuen Sensoren zu einem Reifenhändler eures Vertrauens gehen und dem sagen, hey komm, nimm mal diese Reifen und bau mir da die neuen RDKs ein und das funktioniert so. Weiterhin ist aber gerade das Problem, dass Tesla, da ja gerade erst die ganzen neuen Model 3s ausgeliefert werden, gar keine von diesen neuen Reifendrucksensoren so richtig auf Lager hat. Das heißt, dass sie euch die gar nicht so richtig verkaufen können, da sie die logischerweise auch für ihre eigenen Reifen brauchen. Das heißt, um jetzt hier einen Schlussstrich zu ziehen, ist es gerade so, dass ihr euch auf die Tesla-Reifen beschränken müsst oder aber, wenn ihr Glück habt, diese Reifendrucksensoren separat kaufen könnt, bei Tesla aber auch nur direkt, das bietet kein anderer Hersteller gerade an, und diese dann in Reifen eurer Wahl verbauen lassen könnt. Wenn ihr mehr Infos zu diesem Thema haben wollt, verlinke ich euch gerne mal auch einen Forumseintrag vom TFF-Forum. Da wird da auch reichlich über das Thema diskutiert, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Ansonsten würde ich sagen, war es das mal wieder mit diesem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn dem so ist, lasst sehr gerne eine Bewertung da. Ihr dürft auch gerne den Kanal abonnieren. Das ist alles kostenlos. Gleich die Glocke auch dazu, dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video online kommt. Und wenn du dir da draußen planst, ein Tesla Model S, X, Y oder 3 zu kaufen, dann darfst du natürlich sehr gerne meinen Referral-Code für deine Bestellung nutzen. Denn so bekommst du und ich jeweils 1500 Kilometer gratis Supercharging und das unterstützt nicht nur mich, sondern natürlich auch meine Videos und meinen Kanal. An dieser Stelle geht natürlich auch ein großes Dankeschön an die von euch raus, die über die letzte Zeit wieder mit meinem Referral-Code bestellt haben. Deswegen ein großes Dankeschön an Hugo, Christian, Andreas, Philipp, Hans-Jürgen, Wolfram und Patrick. Vielen Dank für eure Unterstützung und viel Freude mit eurem Tesla. Wenn ihr euch fürs Thema Elektromobilität oder speziell Tesla interessiert, dürft ihr natürlich sehr gerne weitere Videos gucken. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und wünsche euch noch einen ganz schönen Tag und auf Wiedersehen. Ciao!